Tara, guten Morgen und herzlich willkommen zur Adventsausstellung in 2023. Gemäß dem Anlass habe ich mich mal wieder schick gemacht und es ist immer so schön. Wir räumen den ganzen Laden um und alle Schnittblumen sind im anderen Raum und wir verwandeln unseren Laden immer in ein kleines Schmuckkästchen und ich zeige euch mal die ganzen Werke, die wir so für dieses Jahr erstellt haben. So, ja, ich würde mal anfangen mit einem schönen, mit einem schmucken weihnachtlichen Türkranz. Der hat auch eine stattliche Größe, wie man hier sieht. Und den kann man als Türkranz natürlich mit einem Band hängen. Und der ist so schön gemacht mit Seidenkiefer, mit Rinden und ist sehr, sehr haltbar. Oder man könnte ihn auch mit einer richtig dicken Kerze in einem Glas auf den Tisch legen und könnte ihn... Oder mit vier Kerzen, aber ich würde tatsächlich ein Glas mit einer richtig dicken Kerze, wäre das natürlich auch ein richtiger Hingucker auf dem Tisch und ist dann auch sehr schön adventlich und ganz toll haltbar. Und selbst wenn das Grün irgendwann trocken wird, kann man einfach frisches Grün dazwischen krampen mit diesem patenthaften. Ja, dann haben wir Bäumchen gemacht. Bäumchen sind immer schön. Ich muss euch leider mitteilen, dass die schönen Lichterketten mit Sisal, ihr fragt ja auch immer alle, die sind leider ausverkauft. Die bekomme ich auch nicht mehr nach, das tut mir leid. Und ja, die haben wir hier in dem Filzsäckchen, haben wir das Batteriekästchen versteckt. Viele von euch kennen es und ganz viele von euch haben ja auch diese schönen Lichterketten schon zu Hause. Das ist ein Trost. Ja, und hier haben wir mit Zweigen gesteckt. Das ist in dem Fall Eibe. Und die hat ja auch noch so schöne Bärchen an den Zweigen dran. Haben einen kleinen Korb genommen, Steckmasse. Vorteil ist dann natürlich, man hat nicht nach Weihnachten ein Bäumchen und muss das in den Garten pflanzen und sagt, ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr. Sondern man kann diese Zweige nehmen, tut die weg, benutzt den Korb wieder für was anderes. Und das Schöne ist natürlich auch, hier haben wir das in der mittleren Größe gemacht. Da ist es schon ein bisschen schwerer. Oh, ich mag's. Und Vorteil von der quadratischen Größe ist auch, quadratisch steht besser als rund. Das heißt, wenn ein Windstoß kommt und die Steckmasse unten drin, die ist auch schwer, kann ich euch sagen. Ja, dann fällt der nicht so schnell um. Und den gibt es nochmal in groß. Das ist der hat jetzt auch noch einen größeren Korb. Den hebe ich jetzt nicht hoch und der hat auch zwei Lichterketten dran. Und was hier ganz süß ist, sind diese Filzschleifen. Da haben wir Filz genommen, diesen schönen, dieses Filzband und Filzdocht. Filz ist wasserfest, ist witterungsbeständig, ist farbbeständig. Filz ist ein ganz tolles, dankbares Dekomaterial. Ja, und dann haben wir dieses Bäumchen mit den Schleifchen versehen. So, ich stelle es mal ein bisschen zur Seite. Dann haben wir auch ein Evergreen, sind ja unsere Christrosen. Wir haben die Christrosen in einem Korb dekoriert und das sind riesen Christrosen. Ich zeige mal, hier sind die Körbe, die schönen Drypots, die haben auch viele von euch. Und das ist jetzt natürlich eine gigantische Christrose. Wir haben hier Mühlenbeckia-Ranken um die Christrose geschlungen, unten rum. So dass die Christrose, ja, ich sag mal so, wie in einem Nest ist. Optional könnte man noch Seidenkieferzweige reinstecken oder Konifere und die so nach außen, ja, dass die so nach außen schweifen. Aber das ist wirklich eine Wahnsinns-Christrose und wenn man hier so reinguckt, da ist alles voller Knospen. Und da kann man sich vorstellen, hier geht also in den nächsten Monaten im wahrsten Sinne des Wortes die Post ab. Es ist eine der schönsten Winterblumen, die ich mir vorstellen kann. Die Kugel kann man ja nach Weihnachten rausnehmen und dann ist sie winterlich, aber nicht weihnachtlich.
Ja, wir gehen ja immer rundum. Das heißt, ich gehe jetzt mal eine Etage tiefer. Und hier haben wir ein schönes Holzkästchen. Das gibt es auch bei Floristik24 zu kaufen. Da blende ich euch nochmal den Bestelllink ein. Da haben wir Folie reingemacht und haben dieses Kästchen mit Grün ausgesteckt. Bisschen Korkenzieherhasel, Zapfen, Zitrusfrucht und haben das passend grün zu grün, dachten wir, sie sieht so natürlich aus. Und haben das mit 4 grünen Kerzen bestückt. Die Kerzen auf so einem Pinholder, die sind nicht auf dem Draht, wenn die in Steckmasse kommen. Habe ich in vielen Videos gezeigt, also es lohnt sich die Videos immer alle so zu gucken, weil Kerzenbefestigung ist nicht immer gleich. Ja, und dann haben wir einen Kranz mit Zapfen und mit Dachwurz gemacht. Ja, Dachwurz sind also hier die Sempervivum, diese schönen kleinen Sempervivum und auch wieder mit so knorrigen Zweigen. Und was hier natürlich sehr schön hell ist, das sind diese Ilex-Blätter mit diesem gelblichen Rand, mit dem hellen. Und grün, ja, grün ist immer schön frisch. Und haben auch noch ein bisschen Muschelzypresse drauf gemacht. Ja, und dieser Kranz lässt sich theoretisch auch im nächsten Jahr wieder frisch ausgrünen. Das heißt also wieder, ja, frische Muschelzypresse. Das Sempervivum wird wahrscheinlich nicht überleben das ganze Jahr. Aber der lässt sich immer wieder hübsch machen. Und ebenso, genau, dann kommen wir gleich mal zu unserem Prunkstück. Das ist ein Kranz, der ist mit Stabkerzen, mit diesen wunderschönen Kerzenhaltern. Und der ist mit Papier und den haben wir gewickelt. Da haben wir auch sehr viel, genau, ich nehme mal die Karten weg. Sorry, ja, okay. So, den haben wir gewickelt und der ist ganz speziell aufgebaut, dass wir diese stattliche Höhe bekommen und passend zu den elfenbeinfarbenen Kerzen und haben wir die Konifere schön schweifen lassen. Also es ist auch immer die Richtungen des Grüns, wie man arbeitet, das ist auch immer wichtig. Das Grün läuft hier immer in eine Richtung, in die gleiche Richtung rum und dann gibt es so eine Harmonie, so eine Schwungharmonie, schönes Wort, oder? Ja, und auch diesen Kranz kann man jedes Jahr mit ganz einfachen Mitteln wieder mit wenig Grün frisch bestücken. Und das ist wirklich ein totaler Klassiker. Und es ist wirklich mal was ganz, ganz Besonderes. Ja, und wir haben besondere Sachen. Wir haben auch Sachen, die natürlich jetzt so ein bisschen, die wir öfter machen. Das ist ein gewickelter Kranz. Relativ klassisch mit elfenbeinfarbenen Kerzen und dann haben wir auch, dass ein bisschen Schimmer ist, in goldgrün dekoriert. Süß sind hier die Mondkapseln, die sind getrocknet und schimmern in diesem schönen Grün. Und was auch an diesen Kränzen, also ich habe einen wunderbaren Kranzanbieter, das muss ich echt nochmal zeigen, was so toll ist und was wirklich auf den Kränzen auch drauf war, sind diese schönen Früchte der Konifere. Das ist echt was Besonderes und also mein Kranzanbieter oder meine Kranzwickler, die arbeiten sensationell. Ich freue mich sehr, weil das ist nicht selbstverständlich. Also auch ich bin angewiesen auf gute Lieferanten, um gute Qualität für meine lieben Kunden zu machen. So, ich gehe dann nochmal weiter. Also Sempervivum, Dachwurz, dieser Kranz, das geht natürlich nicht nur in Rund mit Strohrömerbasis, das geht auch in länglich, den hole ich jetzt nicht extra raus, den haben wir ins Schaufenster gestellt. Der ist ganz ähnlich gemacht, ist länglich, weil manche Leute sagen, sie haben einen länglichen Esstisch und wollen nicht gern einen runden Kranz, der nimmt ihnen zu viel Platz weg. Und dann ist das natürlich eine super Lösung, einfach ein längliches Adventsgesteck hinzustellen. Dann haben wir unser schönes grünes Kästchen. Gibt es nicht nur klein, das gibt es auch nochmal eine Nummer größer. Nochmal ein paar dickere Kerzen drauf, ein bisschen dickere Zweige. Und ja, ist auch süß und hat natürlich den Vorteil, wenn man den Kranz in der Wohnung oder das Kästchen verrücken will, nimmt man einfach das Holzkästchen, setzt es woanders hin und das ist dann eine ganz einfache Geschichte. Okay. So, dann kommen wir noch zu was ganz Besonderem, das dieses Jahr auch neu ist in der Ausstellung. Das ist ein Wollfilzkranz.
Das ist also wie so ein, ja, sieht aus wie gestrickt, besteht aber tatsächlich aus Luftmaschen vom Wollfilz. Da habe ich ein tolles Video gemacht, den habe ich in Rosa gemacht. Und das ist jetzt zur Abwechslung in Elfenbein mit elfenbeinfarbenen Kerzen. Und hier habe ich bei dem Grün auch richtig tolle Sachen genommen mit Steineiche, mit Eukalyptus, auch dieser beerige Eukalyptus, mit einer schönen Konifere, die so ein bisschen grau ist, mit dem Stacheldraht, also dieser Calocephalus und auch wenig Kugeln, wirklich wenig. Also hier sind tatsächlich nur zwei mittlere und zwei kleine. Und ansonsten sind nur vier Walnüsse. Und ansonsten ist keine Deko drauf, weil er braucht keine Deko. Er ist also er ist so schön und er passt natürlich auch fantastisch auf diesen Teller. Ist natürlich auch ohne Teller toll, ja. Man stelle sich vor, ein schöner Holztisch und dann auf den dunklen Holztisch. Ist natürlich auch richtig, richtig schick. Ja, das ist auch eine Basis, die immer wieder verwendet werden kann. Und das ist natürlich auch schön, wenn man die Dinge nicht nach einem Jahr wegwirft, sondern wenn man sich jedes Jahr daran erfreuen kann. Jetzt übrigens auch vielen Dank nach München. Ich habe ein ganz tolles Foto bekommen, wo eine liebe YouTuberin auch ihren Kranz frisch ausgegrünt hat, der Zapfenkranz. Das blende ich euch nochmal ein, weil die hat es fantastisch gemacht. Also Lob und Anerkennung, liebe Ingrid. Das war Bombe und das Bild blende ich ein. So, dann. Und erstmal die schönen Weihnachtskarten. Ja, wir haben immer so, ach, so goldige Weihnachtskarten noch dazu. Das ist jetzt auch die Zeit, wo man die Weihnachtspost dann so langsam, ja, zumindest dran denken muss. Und dann habe ich dieses Jahr auch was ganz Besonderes gemacht. Da gibt es auch ein Video dazu. Das ist ein, ja, ein Adventskranz, eigentlich ein Birkenstamm. Aber da ist eine spezielle Basis. Und da habe ich ein Video dazu gezeigt. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken. Und auch das lässt sich wieder bestücken und hat also nimmt wenig Platz auf dem Tisch weg. Das ist natürlich auch toll. Die Stabkerzen, ich muss eine nochmal befestigen, ich sehe es gerade, aber das ist ja kein Problem. Die Stabkerzen, ja, die lassen sich auch immer einfach tauschen. Und das ist also wirklich was Edles mit dieser schönen Spielerei. Die kleinen Spiegelbeeren. An dem Bouillon-Draht, der auch noch so schön nach oben und unten springt. Und auch mit Natur. Natur ist immer total wichtig, dass das Ganze so, ja, es ist einfach Weihnachten ist ja auch Natur und Grün und Deko. Es ist also von allem was dabei. Der hat von uns einen sensationellen Platz im Schaufenster bekommen. Und ja, ihr erkennt Werkstücke aus den Videos sicherlich. Ich habe dieses Jahr so viele Adventskränze gezeigt. Ich glaube, so viele habe ich noch nie gezeigt wie dieses Jahr. Und das ist jetzt der Bananenblätterkranz in Sandfarben, in Macchiato-Farben, auf dieser schönen Strohrömerbasis. Und was wir hier gemacht haben, das hatte ich im Video noch nicht gemacht. Wir haben nach vorne die Deko abfließen lassen. Es ist auch eine sehr schöne Variante, die Kerzen hinten zu gruppieren und vorne mehr Deko. Das ist natürlich eine Variante, die kann man sehr schön machen, wenn man den Kranz immer von einer Seite sieht. Wenn man ihn rundum sieht, dann ist das nicht optimal. Aber ich finde, wenn man sagt, so hinten am Tisch, ist das eine ganz, ganz tolle Variante. Neu haben wir dieses Jahr auch eine schöne Kleinigkeit in unserer Ausstellung. Das sind auf diesen Höckerchen kleine Bäumchen. Die haben wir selber gesteckt. Wir haben Konifere genommen, haben die schön buschelig gesteckt, haben noch einen kleinen Elch in unseren Koniferenwald gestellt. Ja, eine Zimtstange, ein Sternchen, ein bisschen Draht um die Konifere und schon ist dieses kleine hübsche Bäumchen, das auch sehr gut hält, fertig. Hat Wasserversorgung, kann auch immer ein bisschen Wasser reingegeben werden und dadurch nadelt es auch nicht so schnell. Also bleibt schön knackig frisch und man hat was Tolles Grünes. Ist auch ein sehr schönes Geschenk, das man mal mitbringen kann. Dann haben wir, was haben wir denn? So schöne Sachen. Ja, dann gibt es noch Filz. Also ich bin dieses Jahr mit dem Thema Filz völlig begeistert und ich finde diese, ja, es ist auch im Moment total in und mega in, diese schöne graue Filzstrick und die, ja, da wisst ihr ja, was da drunter ist. Jeder, der meine Videos gesehen hat, hat auch gesehen,
wie das gemacht wird, dieses schöne Adventsgesteck. Entweder in Reihe 4 Stück auf einem schönen Brett oder Tablett, oder es ist mal ein tolles Geschenk, wenn man sagt, wenn man ein einzelnes verschenken will. Also ich glaube, das lohnt sich, das in zu mehreren zu produzieren. Und für die Fotos mache ich natürlich immer den Dochtgrat. Ja, und das lohnt sich also viele zu machen, weil das ist ein wunderschönes Mitbringsel. Ja, hier fließt die Deko auch wieder vorne ein bisschen runter. Dann haben wir wieder so spielerisch. Das heißt, es ist nicht nur oben, sondern es läuft dann förmlich nochmal ja, raus und guckt den Betrachter an. Und schön ist natürlich immer arbeiten mit Kerze, weil Kerzen sind ja einfach der Hingucker. Optional können natürlich alle Gestecke auch mit einer LED-Kerze gemacht werden, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, wir dürfen keine Kerzen anzünden. Oder ja, wegen ja, vielleicht im Heim oder wegen Brandgefahr. Das ist jetzt ein Weinrebenkranz mit, hier haben wir die Basis, also den haben wir ein bisschen höher gemacht. Die haben wir schön erhöht und haben noch ja, mit kleinen Birkenstämmchen haben wir das Ganze erhöht und haben nicht nur mit Weinreben einen Kranz gewickelt, diesen noch mit Mühlenbeckia-Reben umwickelt und dann noch einen frischen, halb gewickelten Grünkranz drauf gemacht, auf den wir die Kerzen gesetzt haben. Und mein Spruch ist immer, Höhe macht wertig. Der ist also hoch, der glänzt. Der ist wunderschön und es macht immer mehr her, wie wenn es so flach ist. Ja, ist auch sehr, sehr beliebt bei unseren Kunden. Und weil es so schön ist, haben wir diese Technik, diesen Weinrebenkranz, nicht nur, den hole ich jetzt nicht runter, den haben wir nicht nur in Elfenbein gemacht, sondern auch in einem schönen klassischen Rot, auch mit Sternchen versehen. Und hier ist noch eine kleine Besonderheit. Da haben wir, das habe ich noch gar nicht gesehen vor der Ausstellung, die Korkenzieher-Haselnusszweige, die haben wir ein bisschen vergoldet. Und das Ganze noch mit goldenem Pfeffer und goldenen Korkenzieher-Haselnusszweigen, um das Ganze richtig, richtig edel zu machen für Weihnachten. So auch eine kleine Besonderheit, das ist ein Unikat. Da haben wir ein Bäumchen, ein ja, stilisiertes Bäumchen. Das ist aus einem Fiberglas und das leuchtet natürlich dann, ja, ist an der Steckdose, das leuchtet dann so lang, wie man es gern hätte. Oder man macht einfach eine Zeitschaltuhr an und dann hat man es immer in Abendstunden beleuchtet. Und das haben wir jetzt in ein schönes ja, Keramikgefäß in Cremefarben reingemacht und nur ein bisschen Deko drumherum. Finde ich auch sehr schön in diesem Schilfgrün, dezent. Eine wunderschöne Beleuchtung, zum Beispiel für den Flur. Ist immer hübsch. Ja, hier kommt wieder ein wunderschönes Werkstück aus den Videos. Das ist auch so ein Prunkstück mit einem nostalgischen, ja, mit einem ganz nostalgischen Kranzständer. Das ist der Hängekranz. Ich nehme den gerade mal hoch, sonst kann man das gar nicht genug sehen. Das ist ein Hängekranz. Das habe ich auch in den Videos gezeigt. Und dieser schöne Kranzständer mit dem Tannenbäumchen oben, der ist also, ja, der könnte auch bei Großmutter gewesen sein. Und Weihnachten ist ja Tradition und wir haben das auch wirklich nur ganz traditionell mit roten Kerzen, mit Schleifen, keine Kugeln. Ich finde, er braucht keine Kugeln und ich finde, es ist ein Zuckerstück. Man kann sich so richtig die Plätzchentüte von Oma daneben vorstellen. Ja, das ist auch ein Favorit von mir, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann gibt es natürlich, es gibt besondere Stücke und das ist jetzt so auch traditionell klassisch ein Kränzchen. Der ist gewickelt. Es gibt ja immer zwei Arten bei gewickelten Kränzen. Es gibt halb gewickelt. Das sind die Kränze, die auf dem Strohrömer sind, die unten kein Grün haben und eben nur, ja, nur das Grün nur so halb gewickelt ist. Und es gibt ja auch Kränze, die sind rund gewickelt. Da ist das Grün dann auch unten dran. Die sind natürlich dann ein bisschen wertvoller, auch ein bisschen teurer, ist klar. Ja, aber der schmiegt sich ja sehr schön auf den Tisch. Das haben wir gemacht in Rot, haben wir auch in Orange gemacht.
Ja, wir streben auch immer an, dass wir für jeden Geschmack was dabei haben. Und manche sagen, ich hätte gern eine ausdekorierte Kerze. Und hier haben wir die auf so ein kleines Schieferplättchen gesetzt. Und dieses Schieferplättchen, da machen wir natürlich immer Filzfüßchen dran, damit auch die Tische geschont werden von unseren lieben Kunden. Ja, und das ist jetzt auch so ein kleines Mitbringsel. Oder wenn jemand sagt, ich habe keinen Platz auf meinem Tisch, dann ist natürlich so also eine Kerze wirklich so eine Kleinigkeit mit einer ganz kleinen Standfläche. Und auch Bananenblätter gibt es nicht nur als Kranz mit vier Kerzen. Bananenblätter, also diese getrockneten, geweißten Bananenblätter, gibt es auch mit einer Kerze. Ganz klein, schön in dieser schöne Kontrast des Bordeaux zu den hellen Bananenblättern. Ist auch sehr süß. So, es gibt nicht nur Adventskränze. Es gibt auch Türkränze. Das ist jetzt auch ein ganz, ganz hübscher Türkranz in Bordeaux. Wir sind nämlich hier, wir haben so nach Farben sortiert. Wir haben bei Elfenbein angefangen, sind bei Rot und jetzt gehen wir über in Bordeaux. Jetzt kommt also das kräftige Rot. Und da wir immer für Rot am meisten Platz brauchen, ist Rot immer unser Tisch. Weihnachten ist doch so, dass die meisten sagen, sie möchten gerne Rot. Ja, und das ist jetzt so ein richtig buschiger Türkranz. Der ist mit wilden Thymian, der so entlang läuft, dekoriert. Und das sind diese hübschen Wellingtonia-Zapfen von dem Mammutbaum, Orangenscheibchen, auch ein Strobuszapfen. Die kann man ja so schön halbieren. Ich habe das ja auch mal in Videos gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder kennt. Das ist auch mal ganz toll, weil dann kann man nämlich aus einem Zapfen. Ja, das sind ja diese schönen Strobuszapfen, die es auch in Sahara gibt. Die gibt es auch in gebleicht. Und dann gibt es die auch noch in Natur. Ja, Natur, so glänzend. Und diese Strobuszapfen, die kann man also tatsächlich auch halbieren und hat dann von der Optik her zwei Hälften, was ja sieht ja eigentlich keiner, dass er halb ist. Der schmiegt sich schöner auf den Kranz drauf. Und dann ist es gerade für Türkränze sehr, sehr schön. Und ja, auch mit der Rundung des Zapfens die Schwungform des Kranzes aufzunehmen. Das sieht ganz toll aus. Dann haben wir haben ja so viele schöne Sachen. Wir haben einen Dauerstrauß. Dauerstrauß nennen wir die Sträuße. Ich muss auch mal das Licht anmachen, dass man sieht. Oh, da ist ja ein kleines Batteriekästchen. Und eine feine Lichterkette mit diesem kupferfarbenen Draht, der natürlich auch wunderschön zu Rot passt. Ich nehme den einfach gerade mal raus. Das ist ein Dauerstrauß, der mit Nadelgrün gearbeitet ist. Dauer deswegen, weil das Nadelgrün so lang hält. Und dieser Strauß, der hält tatsächlich locker bis Weihnachten und ist dann erstrahlt in diesem Glanz und ich finde ihn auch mit Lichterkette sensationell. Die Sträuße, die gehen theoretisch auch per Post. Nur so zur Info. Manche haben ja von euch Wünsche nach der Adventsausstellung und da freue ich mich natürlich auch immer über eure Fragen. Ihr dürft gerne bestellen an meine E-Mail youtube@flowerstyle.de, die ihr ja sicherlich sehr gut kennt. Dann haben wir die Bananenblätter. Ja, die haben wir dieses Jahr, fanden wir die ganz, ganz schick und vor allem den Kontrast zwischen Bordeaux und Hell. Was wir hier, oh Moment, ich nehme den Tisch auseinander. So, ja, was wir hier in diesem Adventskranz auch gemacht haben, mit knackigem Grün dekoriert, mit schönen Zapfen, mit diesen bordeauxfarbenen Kugeln, die wunderbar zu den Kerzen korrespondieren. Und außenrum haben wir das auch nochmal schön verkleidet. Und was ganz Süßes, das sind die kleinen Zapfen, diese Mini-Zäpfchen von der Hemlocktanne. Ja, die sind sehr, sehr süß. Und die haben wir einfach angedrahtet, damit die hier so locker lässig drumherum spielen. Und so ist auch die, ja, diese, sind diese Bananenblätter sehr schön weihnachtlich verkleidet. Und auch diese Basis lässt sich wunderschön jedes Jahr wieder neu ausdekorieren. Ebenso getrocknete Bananenblätter. Hier ist die Kerze in einem Glas. Das ist natürlich toll zum Brandschutz, selbst wenn man mal aus dem Raum läuft. Kerze darf weiter brennen im Glas, passiert nichts. Das ist super. Und wir haben die Bananenblätter nicht nur in einer Höhe gestaltet, sondern wir haben die mal länger gemacht und die haben wir sie mal kürzer gemacht.
haben auch ein anderes Glas dazu genommen. Also auch die Gestaltung kann völlig variieren und haben hier den Zwischenraum zwischen diesen Bananenblättern, haben den schön weihnachtlich gefüllt mit Früchten. Ja, und auch mit einem Draht macht immer sehr viel Wirkung und Draht ist so ein schönes Schmuckelement. Hier haben wir den Draht so lässig um das Glas rumgeführt. Und schön ist natürlich auch, dass sich die Farbe der Deko wieder in der Kerze widerspiegelt, dass das so schön zusammenpasst. Was natürlich auch denkbar wäre, wäre sehr schön eine elfenbeinfarbene Kerze. Wäre auch toll, aber man braucht ja eh bestimmt mehrere, weil die Kerzen brennen ja auch runter. Ja, hier ganz oben haben wir einen Weihnachtsstern in einem wunderschönen, ja, es ist fast wie ein Pokal, in so einem wunderschönen weihnachtlichen Gefäß mit einem Engel drauf. Da haben wir den Weihnachtsstern ausdekoriert und haben Seidenkiefer reingesteckt und das macht diesen Weihnachtsstern gleich viel schicker. Ich hole ihn jetzt nicht runter, der ist zu weit weg für mich. Ja, und aber das macht dann so eine Wirkung und das ist auch unsere Aufgabe als Florist. Wir machen viele Dinge, dekorieren die schöner und versuchen einfach den Pflanzen und den Blumen und nochmal einen Schliff zu geben, den die so pur nicht hätten. Und das finde ich, das macht diesen Beruf so reizvoll. Ja, hier haben wir noch ein frisch gestecktes Adventsgesteck, frisch gesteckt, weil das ist jetzt in Mosi, in dieser Frischsteckmasse. Das Grün hat Wasserversorgung, das heißt, es bleibt also bis Weihnachten schön knackig. Und da das eben sollte auch, ich sag mal, einmal die Woche auf jeden Fall gewässert werden, an die Spüle nehmen. Und da ist drunter, geht das so? Da ist drunter eine, ja, so eine Table-Deko, so eine längliche Kunststoffschale. Und da ist dann jeder Stiel grün, wird tatsächlich, die Nadeln werden abgemacht und das Grün wird dann in die angeschrägt, nochmal natürlich mit dem Messer und in einzeln in die Steckmasse gesteckt. Das ist also schon richtig viel Arbeit und es ist sehr, es ist vom Grün her aufwendig, es ist sehr schönes Grün mit Konifere, Tanne, Muschelzypresse, Ilex, Korkenzieher, Haselnuss. Also das ist eine ganze Menge Sachen, die man da schön kombiniert, dass das eben zu so einem, also allein vom Grün her zu so einem tollen Werkstück wird. Aber es ist jetzt noch alles da zum Zeigen und deswegen machen wir auch heute, ich bin heute um 4 Uhr morgens aufgestanden, und um dann auf den Großmarkt zu gehen und um dann um 8 Uhr morgens hier das Video zu machen, bevor irgendwelche Werkstücke fehlen, weil ich wollte euch unbedingt im Video alles zeigen. Und genau das ist uns gelungen. Das heißt, wir sind jetzt hier, nicht nur ich, vielen Dank an die Kamerafrau. Wir sind jetzt zusammen hier aufgestanden, um euch das alles zu zeigen. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem Adventskranz. Der ist jetzt auch gewickelt. Mit diesen schönen, ja, mit diesen Kerzen, die in dieser schönen gedrehten Optik, also ganz elegant schimmernd. Und hier gehören natürlich auch Kugeln dazu, um diese Eleganz der Kerzen in der Deko wiederzuspiegeln. Und mit der knackigen grünen Nordmann-Tanne ist das, ja, sieht der so richtig zum Anbeißen aus. Ja, und dann darf natürlich nicht fehlen, ja, wir haben noch unseren Elch. Noch haben wir unsere zwei Elche, aber da kommt gleich das Video raus. Also wer zuerst bestellt, bekommt sie zuerst. Und dann gibt es jetzt auch noch ungefähr 10 Stück von diesen kleinen Bäumchen, die wir auch reduziert hatten, auf dem Holzfuß, die sich auch jedes Jahr sehr schön dekorieren lassen. Und da hatte ich auch so eine Idee, also man kann ja auch ein bisschen Moos drumherum legen, einfach nur einen Zapfen und dann sieht der Baum eigentlich aus, als ob er im Wald stehen wird. Und dann ist es natürlich viel schöner, wie wenn der nur so nackig dasteht, obwohl er schon hübsch ist, aber ich würde da ein bisschen Deko dazu machen und dann hat er so eine waldige Umgebung. Ja, und ach stimmt, hier ist noch ein Adventskranz. Ja, hier gibt es so viele. Also hier haben wir auch diese Basis, diese Birkensternchenbasis. Die gibt es bei Floristik24. Und hier haben wir das relativ schlicht, nur mit Bändern, mit Kugeln, wirklich nur auf einer Seite dekoriert. Und er wirkt, also wir wollten gar nicht mehr drauf machen, weil er wirkt natürlich mit seiner Birke, wirkt er so natürlich und elegant. Und ich finde auch, das ist eine ganz
süße Arbeit, die man sich wirklich so durch diese Birke ist es so viel Natur oder so schön arrangiert. Also der braucht nicht mehr. Manchmal machen wir auch Arbeiten und dann gucken wir, ob da noch was drauf muss und dann sagen wir, nee, weniger ist manchmal mehr, sage ich auch in den Videos. Und hier ist auch weniger mehr. Mehr Deko ist tatsächlich überhaupt nicht nötig. Und dann kommt noch unser Klassiker. Die verkaufen wir sehr, sehr viel und haben die natürlich auch, ja, wirklich viele, viele gemacht. Das sind Amaryllis im Topf. Die werden super gern geschenkt und noch sind die ja ganz da unten mit den Blüten. Und wenn die dann, ja, wenn die ein bisschen im Warmen stehen, also im Laden hier ist denen noch zu kalt, dann im Warmen, da wachsen die auch sehr schön und dann kommen die hier raus so richtig hoch und blühen hier oben. Und es gibt immer ein Blütenfeuerwerk und deswegen haben wir auch die Zweige so hoch gemacht, weil die Blüte wird dann in diesen Zweigen sein. Und damit man die so auf den Tisch stellen kann, haben wir den Topf mit Folie umwickelt. Den kann man nämlich so ein bisschen gießen, mäßig, also die brauchen nicht viel Wasser und haben den mit einem hübschen Filzmäntelchen, hier auch Zapfen, Sternchen, bisschen Moos, Konifere, Ilex. Also es sind doch relativ viele Sachen, die wir als Deko dazu machen und dann ist das auch ein super schönes Geschenk und ich glaube, wenn man das mal kennt, dann muss man sich wahrscheinlich auch jedes Jahr selber Amaryllis hinstellen, weil es gehört einfach zu Weihnachten. Ja, und dann haben wir noch zu guter Letzt auch Laternen und Licht ist immer sehr schön. Und bei Laternen macht es unheimlich viel Wirkung, wenn man eine Laterne mit ein bisschen Grün dekoriert. Es kann einfach ja mal Mistel und den Zapfen, Calocephalus und Konifere einfach nur an die Seite dran gedrahtet, haben ein paar Zapfen reingelegt. Und da machen wir jetzt nachher auch natürlich die Kerze an. Das haben wir noch nicht geschafft. Das ist früh am Morgen. Und das ist sehr, sehr schön, wenn man sich das an die Haustür oder in den Flur stellt. Das ist eine richtig tolle, schlichte Dekoration. Und kombiniert mit was Frischem ist es dann immer, ja, gleich so ein schöner Hingucker. Aber so ein bisschen Deko ist schon immer eine tolle Geschichte. Es ließe sich zum Beispiel im Frühjahr toll dekorieren, indem man einfach hier unten ein paar Hyazinthenzwiebel reinmacht und dann würden die Hyazinthen hier neben dem Glas hochwachsen. Und ja, ihr seht, mir fallen ja immer irgendwelche Sachen ein. Ich glaube, an Ideen mangelt es mir nicht, weil nur so kriege ich es auch hin, dass es jetzt wie viel? 270 Videos sind. Ja, und mein Kopf ist schon immer am Überlegen, was es immer Neues gibt. Und das macht auch total Spaß. Ja, in diesem Sinne, das ist, ich glaube, ich habe alles gezeigt. Es gibt noch Weihnachtssternchen. Es gibt noch mal einen Dauerstrauß in Silber. Aber das ist jetzt. Damit habe ich euch jetzt die diesjährige Adventsausstellung einmal rundum gezeigt. Und mit diesem wunderschönen silbernen Dauerstrauß, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dekorieren eurer Adventsarbeiten. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Adventszeit. Und ich hoffe, ich konnte mit meinen Videos beitragen zu euren Adventsideen und freue mich immer, wenn sich die Ideen, die ich euch gebe, auf euren Tischen wiederfinden und ich freue mich auch über die vielen Fotos, die ihr mir zuschickt. Und es ist toll, wenn ihr auch sagt, dass ihr die Ideen umsetzen könnt, dass es für euch so, ja, wirklich auch machbar ist. Das ist für mich auch immer ein richtig toller Lohn für die Mühe und freut mich auch. Also ich zeige euch sehr, sehr gerne meine Ideen. Also ihr Lieben, alles Gute, alles Liebe, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und ja, genießt die Adventszeit. Bis bald. Tschüss.